Hier geht es dann raus aus der Kanalisation. Ist also auch noch ein Eingang, glaube ich zumindest. Ich glaube zumindest, dass da rausgeht. Was ist das denn da vorne? Kann man das lesen? Bannen. Das habe ich hier noch gar nicht gemacht. Mittel. Versuchen wir das einfach mal. Ach du Scheiße. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Und zack. Das hat sogar funktioniert. Oh, gibt nur eine Litanei für. Stirb! Ich habe nur eine Litanei dafür bekommen. Da kriege ich gleich Aggressionen. Und was ist das hier? Das Auftragstafel. Ach so, hier ist nochmal eine Auftragstafel. Okay, gut. Ich habe aber schon alle Kanalisationsaufträge angenommen. Und wo geht's hier hin? Weiter in die offene Kanalisation. Was ist das überhaupt für eine Kanalisation? Seht ihr hier irgendwie, pupsen die Steine? Kacken die kleine Steinchen und schleudern die runter in die Kanalisation und die fliegen alle. Oh, die fliegen hier alle umher. Ist das eklig? Steinmenschen-Pupu. Ja, nee, das ist jetzt hier gar nicht verwirrend. Lighterception oder was? Ich höre doch Ratten. Ich springe mal hier runter. Aua. Wehgetan, Mann. Kann ich hier irgendwo hin? Achso, hier geht er. Und hopsi, bumm. Ich versuche mich immer noch mal zwischendrin mit der Steuerung ein bisschen anzufreuen, aber es ist nicht so meins. Wo geht's hier runter? Ah, da ist auf jeden Fall mal ein Quest-Symbol. Dann will ich da auch unbedingt hin. Und zwar ein bisschen schneller. Renn, 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 Juna, renn. Renn, Juna, renn, Juna, renn, renn, renn. Mach die Ratte platt, hau ja auf den Kopf. Hier mal drauf und da mal drauf. Jetzt bist du tot, du dummer Schlauch. Und da kommt noch ein. Oh nein, wie gefährlich. Bam, aua. Hey, Feinkling, Schlitzattacke. Wow, wie die einfach kaum Schaden machen. Ja gut, es geht. Und jetzt die noch. Hey, Killerrattenangriff. Und jetzt. Und zack, zack, zack. Gut, die macht doch ganz schön Schaden. Womit sprangen wir nochmal? Hiermit. Nee. Damit sprang ich. Okay, ich muss mich daran gewöhnen, dass es die Taste ist zum... Also ja, springen ist übertrieben. Ich meine, Rolle rückwärts oder so. Gab's jetzt hier was? Ja, Weichgrabbelpulver. Das hätte ich fast übersehen, oder was ist das? Skarabäensalz. Okay, das verwechsel ich immer. Hat doch schon eine extreme Ähnlichkeit. Nur Fässer kaputt machen und zwar mit feinen Klingen. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Und Schlitz. Nee, das ist effektiver, wenn ich es mit dem Schwert mache. Das macht auch ein bisschen mehr Schaden, vor allem vergiftet es. Die Ratten, die eh so aussehen, als wären sie so schon vergiftet. Ein Eichenfaustschild in den Plunder. Napolsborger nehme ich mit, das nehme ich auch so mit. Das kann man mal so anbieten. Auf dem goldenen Tablett, bitte. So, wo muss ich jetzt lang? Was gibt's da? Ein Gemmenschleifaltar? Sag mal, die will die einfach zwischen den Ratten hausen. Habt ihr denn überhaupt keine Bedenken? Und die will die Truhe wohl irgendwie entbannen. Wie sieht's hier mit dem Gemmenschleifen aus? Herstellen. Können wir jetzt irgendwie schon... Ach nee, das ist kein. Das ist ein Reagenzien-Dingsbums. Cool. Große Brandsalbe, der einfache Heiltrank. Können wir mal wieder ein bisschen experimentieren. Wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt viel mehr Plätze frei. Oh, das wird schwierig. Da muss ich mich entscheiden, was ich dann dafür nehme. Reflexion... körperlich, Glück, entziehend, experimentiert. La, la, lulali. Ich nehme einfach mal wahllos irgendwas. Okay, das hat nichts gebracht. Essenz des Schicksals, was kann man denn damit machen? Müsste ich wahrscheinlich auch mal ausprobieren. Okay, ich guck mal im Internet, wie man diese Sachen herstellt, ne? Das machen wir einfach im Internet mal. Hey, was haben wir denn hier? Bannen, sehr schwer. Wollen wir das mal machen? Nachher tut uns das weh. Ach komm, wir probieren es einfach aus. Ich bin gut. Ein Azurit-Langschwert. Brauche ich das? Nee, nee. Das ist Schrott. So, jetzt überlass mir mal hier das Feld, ne? Sehr schwer. Okay, versuchen wir nochmal. Sehr schwer. Ich hab doch gelacht hier. Hey, das geht viel besser, wenn man es nicht mit der Tastatur machen muss. Na, diese ganzen Litaneien, die könnte ich auch mal einsetzen, aber ich habe irgendwie nicht so die Lust zu. Ach so, ja. Nee. Berufene? Ich habe nichts für euch. Tut mir leid. Aber Spinnen hast du mitgebracht. Süße kleine Spinnituzzi-Putzis. Und da kann man wieder in die Oberfläche wahrscheinlich. Ja, Giftspucker, ich spuck auch gleich Gift. Au. Verdammt. Okay, und zack, zack, zack. Okay, die Spinnen sind echt hartnäckig.
Genau. Berserker-Modus. Stirb, stirb, stirb. Vielleicht sollte ich mit anderen Dingern angreifen. Vielleicht mit dem hier? Wie hat man hier nochmal einen Heiltrank getrunken? Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Und so. Ja, das ist doch ganz praktisch hier gemacht. Ich muss ein B drücken. Nicht, dass ich hier irgendwas lösche. Ich sollte da mal... Ich habe keinen Mana mehr. Oh, ich hasse die Viecher. Die sind ja so richtig... Wow. Okay, das macht nicht sonderlich viel Schaden bei diesen Dingern. Ob sie Riesenspinne ist erstmal passé. Und jetzt noch den Giftspucker. Weil das, ich habe ja nur mal ein Giftschwert, ne? Das ist dann ein bisschen schwierig. Okay. Berserker-Modus weg. Alter Schwede. Ich hätte ja auch mal einen Wirbelangriff starten können, aber ich habe das Gefühl, die hätten mir keine Zeit gelassen, das zu tun. Okay, das war knapp. Die sind also doch ganz schön harte Gegner. Was ist das hier? Bewässerungssystem? Ist hier wieder was Neues? Kann ich das nochmal drücken? Nein, kann ich nicht. Schade. Hört ihr die Ratten auch? Oder bin ich einfach nur paranoid? Was ist das? Ach, das ist auch ein Bewässerungssystem. Denn das hier die Kanalisation ist. Und das ist ein Bewässerungs... Steinmännchen-Pipi. Aber wenigstens gibt es dadurch Sterndieseln, die ich nicht sammeln kann, weil ich zu blöd dafür bin. Halt in die Richtung wollte ich. Wow, Kamera ist so empfindlich. So, dann sammeln wir wieder ein bisschen schwarzen Gosch. Gosch klingt wie so eine Krankheit. Gosch, lockrack, schrapnall. Nee, wie klingonisch. Klingt ein bisschen klingonisch. Nun, man zieht jetzt noch die Truhe, die sehr leicht ist. Na, dann haben wir ja leichte Karten. Zack, zack, zack. Dudum, Stahlbeinschienen und Litanein. Kacke, Inventar voll. Ja, was machen wir denn da? Wir könnten wieder an die Oberfläche gehen und einfach das Zeug verballern. Und erstmal ganz nach unten uns hier den Segen von allen möglichen holen. Ja, setzen wir die einfach mal alle ein. Huch, ich wollte die gar nicht zum Plunder hinzufügen. Habe ich einfach mal gemacht. Hat das irgendwas gebracht? Ja, guck, jetzt habe ich hier lauter Segen von irgendwelchen Zauberviechern drauf. Ach, guck, da ist noch was zum Plündern. Meins. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hinkommen, wenn wir da rausgehen. Gehen wir raus, dann können wir reingucken. Tralalala. Das ist die Leiter zu den Wohnquartieren. Aha. Na gut, dann können wir wenigstens ein bisschen Zeug verkaufen. Was hat er? Ach so, ja. Willkommen, Pagosch, hallo. Die Zahl der Ratten ist deutlich gesunken. Ratten? Das war gewiss euer Werk. Ja. Sollte je jemand an eurer Göttlichkeit zweifeln, sagt ihm, was ihr in der Kanalisation... Ratten töten macht mich göttlich. Bitte, nehmt dieses Amulett als Zeichen meines Dankes. Dankbarkeit. Ihr seid nun Kanalisationssteinmetz ehrenhalber. Hä, Tal. Das ist ein großer Erfolg. Und ich kann weiter Ratten töten? Krieg Geld dafür? Falls ihr Lust habt, könntet ihr noch einmal in die Kanalisation gehen. Da gibt es ganz viel Geld Dort für. Gibt es immer noch mehr als genug Ratten? Ja, klar, gerne. Das ist ja, da kann man sich ja ewig Geld farmen. Also Geld hat man hier auch echt nicht so knapp dann, ne? Hier sind noch Schatztruhen, die ich eventuell plündern kann. Schriftrollenregal. Nee, nicht nochmal die Geschichte der Kolossei. Teil 1. Davon habe ich schon genug. Wir sind jetzt hier in den Wohnquartieren. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Da ist noch... Achso, das ist er mit der Quest? Gut, ist er jetzt in der Zwischenzeit bis dahin gelaufen oder ist das jetzt jemand anders? Wie lange werden wir noch geprüft? Ihr werdet ewig geprüft werden. Ich dachte, früher oder später würde die Berufene kommen. Ja. Und da bin ich. Oh, ich konnte wieder unter den Rock gucken. Alter, zieht euch mal was an. Die Arbeit ist nicht unter eurer Würde, Berufene. Die Aufgabe ist zwar klein, aber nicht unbedeutend. Was sollte ich nochmal machen? Ach, da sind die Artefakte. Seid vorsichtig damit. Seid vorsichtig damit. Was gibt's hier? Auch nochmal die Geschichte der Kulisse. Nö, danke. Okay, dann gehen wir wahrscheinlich wieder in die Kanalisation, aber diesmal von einem anderen Punkt aus. Wie lange werden wir noch geprüft? Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Hier geht's raus, okay. Agura von Idylla. Gut. Ja. Ja, nee. Da gibt's ja hier verschiedene Möglichkeiten, wieder unser Zeug loszuwerden. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf den Marktplatz.
War das hier der Markt? Das war der Markt, richtig. Der Markt von Idylla. Und verkaufen einfach mal ein bisschen Nippes. Schrottes. Plunder. Können wir hier nochmal coole Alle Waffen kaufen? Willkommen auf dem Markt von Idylla, Berufene. Kann ich euer Interesse... Was haben wir denn hier? Wir haben hier die schockenden Feinklingen. Zerfetzende Feinklingen der Giftschlange. Wow. Wow, sind die cool. Die hätte ich voll gerne, ehrlich. Die machen so richtig Power, aber die sind sauteuer. Ich verkaufe meinen sämtlichen Plunder. Wow, das hat viel gegeben. Aber ich kann es mir immer noch nicht leisten. Ja, vielleicht habe ich jetzt meine ganzen wertvollen Sachen verkauft. Das ist nicht so wichtig, weil ich werde die wahrscheinlich sowieso nicht so benutzen. Was haben wir denn hier noch? Da kann ich auch verkaufen. Nee, die habe ich alles noch, diese wertvollen Sachen. Werde ich das je gebrauchen? Der Todesschuss. Was ist das? Das ist ein Bogen, ne? Ja, Stufe 20. Brauche ich den dann? Titanenspeer. Ja, auch Stufe 20. Das war ja so richtig. Der Blitzstab, den benutze ich doch eh nie. Also den kann ich jetzt mal wohlgewollt wirklich verkaufen. Und die Bifrost-Chakrame werde ich ja sicherlich auch nicht nutzen, weil dann dich trifft der Tod. So, was ist denn mit Kraios Krone? Die will ich ja natürlich benutzen. Logos, das ist dieses und das sind die Kolossalsandalen. Himmelsteinmetzsiegel. Was zum Henker machen? Ei, ist das geil. Es gibt mehr Mana und Eisschaden und das ist ja cool. Konsumgüter. Gibt es da auch irgendwas, was ich verkaufen kann, was richtig viel bringt? Großer Assassinenausflug bringt natürlich viel. Okay, das ist jetzt alles so lohnwert. Ist eine frisch geschärfte Waffe wecken? Nein. Ade. Gehabt euch wohl, Berufene. Dankeschön. Guck mal, da kann ich was klauen. Wenn ich jetzt hier in den... Wie müsste ich mich hinstellen, damit die mich da nicht sehen? Die sieht mich aber immer. Dann müsste ich meinen Radius erst verkleinern. Alles, was ihr braucht, gibt es hier auf dem Markt. Ja, das weiß ich auch. Wenn ich hier eine Waffe herstelle... Ich kann eure Ausrüstung reparieren. Ich kann eure Ausrüstung reparieren. Halt die Klappe. Das hast du mir schon ganz oft gesagt. Das geht mir auf die Nerven. Das ist ein Gemmschleifalter. Gucken wir doch mal, ob wir da was machen können. Oh, die Berufene. Wow, nee, das ist kein Gemmschleifalter. Kann ich euch für einen Trank begeistern? Upsi-Daisy. Und der Typ will uns jetzt wieder sagen, dass er die besten Gemmen im ganzen Land herstellt, oder? Einen besseren Gemmenschleifer gibt es nicht. Epische Gemmen. Diese Option wird auf Gemmenschleifen Stufe 8 freigeschaltet. Wahnsinn. Schleifer gibt es nicht. Lassen wir das jetzt erstmal. Bis zum nächsten Level ab. Wann kommt das nächste Level ab? Das dauert nicht mehr lange. Okay, Kanalisation, 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 Kanalisationsdeckel, Gullideckel. Ich suche erstmal einen Gullideckel. Auf in die Kanalisation und noch viel weiter. Nee, also wirklich nicht. Ja, wo gibt es denn hier nochmal einen? Die Berufene sein. Ich glaube, da gibt es nochmal einen. Hier sehe ich doch was. In die Richtung. Ja, guck, da ist ein kleiner Gullideckel. Waren wir hier schon? Gucken wir uns doch mal die Karte an. Hier sind wir dann da rundherum gehüpft. Dann sind wir da rein. Hier sind noch. Hier können wir jetzt weitergehen. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter nach unten in die Richtung. Gut. Das sieht nach einem Plan aus. Aber wir rennen jetzt natürlich. Schön, dass die Kamera jetzt ausnahmsweise mal mitschwenkt. Und wir hüpfen jetzt nach unten. Wir, also ich meine, mit wir meine ich euch, durch die Kackihäufchen. Steine, die hier rumfliegen. Kanalisationszeug. Ob es hier Geheimnisse gibt, die ich übersehe? Na, das ist mir eigentlich auch egal. So, jetzt welche Leiter muss ich nach unten nehmen? Ah, ich muss genau hier runter. Gut. Und dann wird gelaufen, Yuna. Leg mal ein bisschen Tempo zu. Da unten sind noch Feinde und Questpunkte. Ja, Erfahrungspunkte bedeutet mehr. Erfahrungspunkte bedeutet mehr Level, bedeutet mehr Level, bedeutet mehr Skill, mehr Erfahrung, mehr alles. Und mehr alles bedeutet mehr Profit. Und mehr Profit ist gut. Hier waren wir ja noch gar nicht. Wir sind ja dann gleich in diese Richtung gegangen. Oder waren wir hier schon? Tür auf, meine werten Steinherren. Jetzt tropft die Pipi auch noch von der Decke. Ich meine, es ist eine Kanalisation. Kanalisationen sind immer nur Pipi. Kanalisation. Was gibt's hier? Ey, Weißflocken in einem Haufen Ramsch. In einem Haufen Ramschi. Pamschi. Okay. Gibt es hier noch irgendwas aus einer Leiter, die ich nach unten gehen kann? Ich kann da einmal runterspringen. Ich gehe erstmal hier lang. Und... Ach, guck mal an. Ein Peter Ripsi Dingsi Bumsi. Auf geht's. Und gleich Schlitz, Schlitz. Und Schlitz, Schlitz. Hey, hör auf abzuhauen. Hör auf, sei nicht so feige, du blöder Kackvogel. Stirb.
grausamen, langen Tod. Okay, Weißflocken, irgendwie so ein Litanei-Scheiß wieder. Hier glitzert sonst keiner. Dann geht es hier wohin? Wo ist das? Was ist das denn da? Muss ich da hin? Was ist das denn? Ist das vielleicht die Grabstätte, wo ich hin muss? Die Unterschächte haben wir hier. Aber ich muss doch hier oben noch, glaube ich, lang, oder? Guck mal, da hinten gehen wir erstmal hin. Okay, wir merken uns diesen Punkt hier. Kann ich den da auch markieren? Wegpunkt 6. Gut. Kann ich mir markieren, dann weiß ich, dass ich als nächstes dahin will. Und dann will ich, glaube ich, hier runterspringen. Will ich hier runterspringen? Ich glaube, ich will... Hallo, sammeln bitte. Dankeschön. Geht's hier irgendwo runter? Hier war doch so eine Markierung angezeigt, dass man runterspringen kann.